Hi, in diesem Video schauen wir uns alle wichtigen Mengenbeziehungen an, die du drauf haben musst. Wir schauen uns an, welches Symbol sie haben, wie wir sie aussprechen und welche Bedeutung sie haben. Und natürlich schauen wir uns am Ende auch noch ganz konkrete Beispiele an. Los geht's! Die erste Mengenbeziehung, die wir uns anschauen, entspricht sogar einem der Zermelo-Fraenkel-Axiome, die wir im letzten Video kurz angesprochen haben, zur axiomatischen Begründung der Mathematik auf Grundlage der Mengenlehre. Dieses sogenannte Extensionalitätsaxiom besagt, dass Mengen genau dann gleich sind, wenn sie dieselben Elemente beinhalten. Also wir schreiben und sprechen a gleich b und die Bedeutung ist, dass wenn ein Objekt in der Menge a liegt, dann folgt auch daraus, dass es in der Menge b liegt. Und umgedreht, wenn ein Objekt in der Menge b liegt, dann folgt auch daraus, dass es in der Menge a liegt. Also kurz gesagt, jedes Objekt liegt entweder in beiden Mengen oder in keiner der beiden Mengen. Genau dann sind die beiden Mengen gleich. Die nächste Mengenbeziehung ist eine Teilmengenrelation. Wir schreiben dieses Symbol, wenn wir andeuten wollen, dass a eine Teilmenge von b ist. Oder umgedreht, dass b eine Obermenge von a ist. Die Sprechweise ist, dass a in b enthalten ist. Und das lässt sich ziemlich gut verdeutlichen, indem ich hier so eine große Obermenge b einzeichne und da drinnen so eine kleine Teilmenge a. Denn jedes Element, das in A enthalten ist, ist automatisch auch in B enthalten. Das ist hier, glaube ich, ziemlich gut ersichtlich. Aber umgedreht muss das nicht gelten. Also die Rückrichtung haben wir nicht. Das bedeutet, es kann Elemente in B geben, die nicht in A liegen. Kleines Beispiel, sagen wir, A ist eine Menge, die nur die Zahl 1 beinhaltet. Und B ist eine Menge, die die Zahlen 1, 2 und ja, 5 beinhaltet zum Beispiel. Dann gilt, dass a eine Teilmenge von b ist, beziehungsweise b eine Obermenge von a ist, denn jedes Element, das in a liegt, kommt auch in b vor. Ne? A hat nur dieses eine Element 1 und tatsächlich, die 1 kommt auch in den Mengenklammern von b vor. Es kann aber Elemente in b geben, die nicht in a vorkommen, wie hier die 2 und die 5. Das muss aber nicht sein, denn dieser Strich hier unter diesem Teilmengensymbol bedeutet, dass die beiden Mengen auch gleich sein könnten. Selbst im Falle der Gleichheit gilt diese Teilmengenbeziehung. Das ist fast genauso wie bei einem kleiner Gleichzeichen bei geordneten Zahlen. Ja, 1 ist kleiner gleich 2, es ist kleiner oder gleich. Und auch 2 ist kleiner gleich 2. Ja, 2 ist kleiner oder gleich als 2. Ja, eine der beiden. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir eine direkte Beziehung zwischen der Gleichheit und so einer Teilmengenrelation haben. Denn das Einzige, was hier fehlt, ist diese Rückrichtung. Mit anderen Worten, eine Gleichheit bedeutet nichts anderes, wie dass a eine Teilmenge von b ist und gleichzeitig b auch eine Teilmenge von a. Diese Beziehung wird ziemlich oft in der Mathematik benutzt, um Gleichheit von Mengen zu zeigen. Oft in zwei Schritten. Einmal wird ein beliebiges Element aus A genommen und gezeigt, dass es in B liegt und umgedreht, dass ein beliebiges Element aus B in A drinne liegt. Wenn beides gilt, dann haben wir Gleichheit. So gesehen ist es wahrscheinlich dann auch nicht verwunderlich, dass wenn einmal die Option der Gleichheit nicht gegeben ist, so wie bei diesem Teilmengenrelationszeichen hier, ohne diesen Ist-Gleichstrich darunter, dass dann auch a eine echte Teilmenge von b ist, beziehungsweise b eine echte Obermenge von a ist. Also dass a wirklich echt in b enthalten ist. Die Bedeutung davon ist, dass weiterhin jedes Element, das in a liegt, auch in b liegt und gleichzeitig es ein Element gibt, für das gilt, dass es in B liegt und gleichzeitig nicht in A drinne liegt. Also das bedeutet, wir haben weiterhin so eine Teilmengenrelation wie davor, nur dass jetzt explizit der Gleichheitsfall ausgeschlossen wird. In Anlehnung daran gibt es alternativ zu diesen beiden Symbolen auch folgendes Symbolpaar, dass man statt diesem Symbol hier, A enthalten in B, auch einfach nur dieses Teilmengenrelationssymbol schreibt. Und wenn wir die Gleichheit ausschließen wollen, dass wir dann explizit
diesen Gleichheitsstrich durchstreichen. Beides in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn das vorher nicht klar ist oder beide Schreibweisen miteinander vermischt werden, dann kann es hier zu Verwechslungen kommen, weil dann dieses Teilmengenrelationszeichen für unterschiedliche Beziehungen verwendet wird. Deswegen müssen wir das vorher festlegen und ich lege jetzt einfach fest, dass wir im Folgenden diese Schreibweise verwenden. Eine weitere wichtige Mengenbeziehung ist die Vereinigung von Mengen. Wir schreiben für die Vereinigung so einen Cup. Gesprochen wird das A vereinigt B, beziehungsweise könntest du das auch umdrehen zu B vereinigt A. Das ist genau das Gleiche. Hier gilt das Kommutativgesetz. Und die Bedeutung ist, dass bei der Vereinigung zweier Mengen eine neue Menge entsteht, für deren Elemente gilt, dass sie zu A gehören oder zu B gehören. Achtung, dieses Oder-Zeichen hier ist kein ausschließendes Oder. Das bedeutet, dass die Elemente sowohl zu A als auch zu B gehören können. Verdeutlichen könntest du dir das zum Beispiel mit Hilfe von zwei Mengen, die sich möglicherweise hier überschneiden. Und die Bedeutung ist jetzt von dieser Vereinigung, dass wir alle Elemente der Menge A und auch alle Elemente der Menge B in eine neue Menge packen. Und dass die sich dann hier möglicherweise überschneiden, ist gar nicht schlimm, denn wir haben uns ja gerade im letzten Video angeschaut, wenn mal so etwas vorkommen sollte, wie eine Mehrfachnennung, dann könnten wir diese Mehrfachnennung auch einfach weglassen. Das heißt, wenn wir beispielsweise die Menge A haben, die aus den Zahlen 1 und 2 besteht, und die Menge B, die aus den Zahlen 2 und 3 besteht, dann ist die Vereinigung davon einfach nur eine neue Menge, die alle Elemente von A beinhaltet, aber auch alle Elemente von B. Und nochmal, solche Mehrfachnennungen hier, da können wir eine auch einfach weglassen. Also hier könnten wir sagen, A vereinigt B ist einfach nur die Menge, die die Zahlen 1, 2 und 3 beinhaltet. Und wo wir schon gerade bei solchen Überschneidungen sind, kommen wir direkt zum nächsten mengentheoretischen Symbol. Der Schnitt zweier Mengen oder wie ich es gerne ausdrücke, die Gemeinsamkeit zweier Mengen wird ausgedrückt durch so ein Cap-Symbol. Gesprochen wird das Ganze A geschnitten B oder wie ich es gerne umgangssprachlich ausdrücke, die Gemeinsamkeit von A und B. Die Bedeutung ist, dass durch diesen Schnitt, durch diese Gemeinsamkeit eine neue Menge entsteht, deren Elemente folgende Eigenschaft haben, und zwar, dass sie sowohl zu A gehören als auch zu B. Das bedeutet also, wenn wir bei dem Bildchen von eben bleiben, dann ist mit der Schnittmenge jetzt ganz eindeutig diese Gemeinsamkeit gemeint. Also da, wo sich A und B überschneiden. Und wenn wir uns nochmal das Beispiel von eben anschauen, wenn wir sagen, A besteht aus den Zahlen 1 und 2 und B besteht aus den Zahlen 2 und 3, dann besteht die Gemeinsamkeit, wie gesagt, nur aus den Elementen, die sowohl in A als auch in B drin vorkommen. Die 1 kommt nur in A vor und nicht in B, liegt hier, also liegt sie nicht im Schnitt. Die 3 kommt nur in B vor, aber nicht in A, also liegt sie nicht im Schnitt. Die 2, die kommt in beiden Mengen drin vor. Die 2 liegt also im Schnitt. Und Achtung, die Schnittmenge ist insbesondere wieder eine Menge, das heißt, wir brauchen Mengenklammern, aber in dieser Menge liegt eben jetzt nur das Element 2. Die vorletzte Mengenbeziehung, die ich dir zeigen möchte, ist die sogenannte Mengendifferenz. Das Symbol, das ich persönlich am häufigsten in Quellen gefunden habe, ist so ein Backslash hier. Manchmal wird aber auch einfach im Sinne von Mengendifferenz einfach ein Minus geschrieben. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei diesem Backslash hier. Gesprochen wird das Ganze A ohne B oder auch einfach manchmal A minus B. Ohne bezieht sich jetzt darauf, dass wir die Elemente von A erhalten, aber das, was auch zu B gehört, das nehmen wir raus. Ganz konkret ist die Mengendifferenz eine Menge, für deren Elemente gilt, dass sie zu A gehören und gleichzeitig nicht zu B gehören.
Das ist jetzt vielleicht etwas schwieriger vorzustellen, deswegen schauen wir es uns einfach nur mal direkt an so einem Mengendiagramm an. Wenn wir sagen, A und B können sich ja möglicherweise überschneiden, so wie bei dem Beispiel, das wir uns eben angeschaut haben. Und in diesem Fall wäre die Mengendifferenz A ohne B einfach eine Menge, in der alle Elemente von A drinne sind, die aber nicht explizit zu B gehören. Das bedeutet, am Ende würde bei dieser Mengendifferenz A ohne B dieser Halbmond hier überbleiben. Siehst du das? Wir behalten die Elemente von A bei, nehmen aber die raus, die auch zu B gehören. Also quasi wir nehmen die raus, die zur Gemeinsamkeit, zum Schnitt von beiden gehören. Das heißt, wir behalten die 1, die Zahl 2 nehmen wir aber raus, weil sie zu B gehört. Und umgedreht, wenn wir die Mengendifferenz B ohne A betrachten, dann gehen wir grundsätzlich von den Elementen von B aus, nehmen aber die raus, die auch zu A gehören, in diesem Fall die 2, und es würde die Zahl 3 überbleiben. So funktioniert das Bilden einer Mengendifferenz. Zu guter Letzt haben wir noch das Komplement einer Menge oder umgangssprachlich das Gegenteil der Menge. Jetzt fragst du dich aber vielleicht selbst schon, Moment mal, wie jetzt Gegenteil? In Bezug worauf denn? Und genau das ist die richtige Frage, denn bei der Komplementbildung ist es besonders wichtig darauf zu achten, was das zugrunde liegende Universum ist. Sagen wir zum Beispiel, das Universum, das wir betrachten, ist die Menge aller Ergebnisse beim Münzwurf, Kopf oder Zahl. Und die Menge A besteht zum Beispiel nur aus dem Ergebnis Kopf. Dann wäre das Komplement von A in Bezug auf unser Universum Zahl, also das Gegenteil. Oder sagen wir zum Beispiel, das zugrunde liegende Universum ist die Menge der natürlichen Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Gerne auch inklusive der 0. Und sagen wir zum Beispiel, innerhalb dieses Universums der natürlichen Zahlen ist die Menge A die Menge aller geraden Zahlen. Dann wäre das Komplement davon die Menge der ungeraden Zahlen, das Gegenteil. Oder wenn A die Menge der Primzahlen ist, dann wäre das Komplement die Menge der zusammengesetzten Zahlen. Ja, immer noch in Bezug auf das Universum der natürlichen Zahlen. Als Symbol schreiben wir für das Komplement so ein C in den oberen Index. Manchmal wirst du aber stattdessen auch das Symbol A mit einem Querstrich drüber sehen. Das habe ich jahrelang selbst so benutzt und mache das immer noch gerne. Allerdings gibt es später in der Mathematik auch Themen, wo sowohl das Komplement verwendet wird, als auch der sogenannte Abschluss einer Menge. Und für den Abschluss wird sehr oft auch so ein Querstrich drüber verwendet. Und damit es da keine Verwirrung gibt, wird stattdessen für das Komplement ein C geschrieben. Aber nochmal, da wir noch lange nicht bei diesem Thema sind, ist es auch in Ordnung, wenn wir mit diesem Querstrich über der Menge als Symbol für das Komplement, für das Gegenteil arbeiten. Das Komplement einer Menge ist grundsätzlich wieder eine Menge, und zwar die Menge von all den Werten, von all den Objekten aus unserem betrachteten Universum, für die gilt, dass sie nicht zu A gehören. Das heißt, sie gehören zwar weiterhin zu unserem Universum, aber nicht zu A. Deswegen können wir auch ganz einfach festhalten, dass das Komplement einer Menge nichts anderes ist als die Mengendifferenz vom Universum und der Menge A selbst. Das ist interessant, denn das bedeutet ja, dass unser Universum lediglich eine Zusammensetzung, eine Vereinigung ist von der Menge A und von dem Komplement der Menge A. Gleichzeitig gilt aber, da jedes Element des Komplements nicht in A drinne liegt und umgedreht, dass die Schnittmenge, die Gemeinsamkeit von A und ihrem Komplement immer eine Menge sein muss, in der nichts enthalten ist. Die sogenannte leere Menge. Ja, wir symbolisieren sie durch so einen durchgestrichenen Kreis. Das ist ein nordischer Buchstabe, soweit ich weiß. Und diese Schreibweise symbolisiert aber auch noch insbesondere, dass die leere Menge nicht nichts ist, sondern die leere Menge ist einfach nur eine Menge, in der keine Elemente enthalten sind. Und nochmal, wenn ich die Gemeinsamkeit von einer Menge mit ihrem Komplement suche, dann ist das immer die leere Menge. Und umgedreht, die Vereinigung von einer Menge mit ihrem Komplement ist immer das gesamte Universum.
Wir schauen uns diese ganzen Mengenbeziehungen auch nochmal konkret an Beispielen im nächsten Video an. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß und bis bald. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.